Willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star. Weiter geht's in Welt 1-3. Flusshöhenpfad. Was es da Schönes gibt, das werden wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen. Auf jeden Fall schon mal jede Menge Wasser und Koopas, jede Menge Gegner, die besiegt werden möchten. Das soll mir nur recht sein. Ich tanze dir erstmal eine Runde auf der Nase rum und dann hast du schon mal so schnell nichts zu lachen. Weg ist er und der andere hat schon ein little bit was abbekommen. Genutzte Arme und da gibt's auf die Glocke. Das reicht vollkommen. Ansonsten muss ich sagen, das mit den Kämpfen, man bekommt ja keine Erfahrungspunkte mehr. Das ist wohl ein großer Kritikpunkt. Weil eigentlich geht's ja nur um die Münzen. Letzten Endes fürs Kämpfen und naja, die haben wir eigentlich auch genug. Dementsprechend wird man über kurz oder lang den Kämpfen ausweichen, weil's irgendwie eh nichts bringt. Im Gegensatz zu den anderen. Okay, ich wollte schon sagen, warum ist hier nichts, aber... Seriensprungsticker. Kenne ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Da hopfen wir wahrscheinlich mehreren Gegnern über die Rübe. Ach, meine Freunde, die Goombas. Man muss sie doch lieben. Abgenutzte Hammer, lass ich mal da liegen. Wer bist du denn? Chuck! Kriegst du erstmal hier volle Möhre. Okay, er hat Verstärkung, er hat Verstärkung. Probieren wir es mit einer Eisblume. So, just for fun, so. Und alle sind down. Fast schon overpowered. Solche Items sollten wir uns in Zukunft aufheben. Für schwerere Gegner. Wäre zumindest meine Empfehlung. Aber okay. Vorsicht vor Kreaturen, die aus dem Schatten springen. Oh ja. Wir verfolgen dich in deinen Träumen. So wie dieser Goomba, der uns jetzt einfach hier von hinten belästigt. Zack und zack und zack und zack und zack. Da hat er nichts mehr zu lachen. Der mag ja schon Einsprung nicht mehr, ne? Aber ja. Ja, wir haben total viele starke Items. Deswegen fällt es ja fast schon ein bisschen schwierig, die Wahl. Für einen einzelnen kleinen Goomba da irgendwie... Naja. Ich will ein bisschen mehr von der Welt sehen. Lass uns eine Weltreise machen. Nee, Spaß. Ich will hier gucken. Da muss es doch was Interessantes geben hier. Ist auf jeden Fall sehr nass. Der erste Bereich hatte nicht so viel zu bieten, habe ich das Gefühl gehabt. Bedauerlich. Energie und Speicherpunkt. Okay, dann weiß ich Bescheid. Da ist schon auch schon das Ziel. Hilfe! Wer auch sonst? Kommt mir irgendwie bekannt vor, das Ganze. Schon wieder, das ist der mit abgeknickten Ecke, ne? Ah, Mario, im Ernst, da, irgendein Verrückter ist hinter mir her. Das ist doch ein Déjà-vu. Genau das gleiche ist doch gerade erst passiert. Ja, es war schon ein, zwei Parts her, aber egal. Das habe ich nicht verdient, von so einem verfolgt zu werden. Ich habe doch nichts Böses getan. Ich habe doch nur dieses seltene Dings aufgehoben, das da zufällig lag. Bitte, Mario, kümmere dich darum. Gib mir das Item. Da unten sehen wir es, ja. Eine neue Seite wurde hinzugefügt. Oh, schau nur, eine Seite für dein Stickeralbum. Wie aus dem Nichts erschienen. Weißt du, was das für dich bedeutet? Du kannst ab sofort noch mehr Sticker bei dir tragen. Das nenne ich Glück. Okay, wir haben eine dritte Seite bekommen. Das ist doch gut. Ja, komm, bla 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 bla. Dann gehen wir ans Ziel. Hm, wo bist du hingelaufen, kleine Toad? Ich wollte schon sagen, fast wieder Bowser Junior, aber nee. Carmack! Der Zauber-Cooper. Dieser kleine Schurke. Etwas Gutes in seiner Tasche zu verstecken und es mir da nicht zu geben. Selbst wenn ich nicht danach frage. Sehr verdächtig, das. Ich wette, das ist irgendetwas Seltenes und etwas, das mit Stickern zu tun hat. Das muss sich leider konfizieren und dem Vorfall König Bowser melden. Ho, ho! Und wer ist das? Wenn das mal nicht der kleine Mario ist. Dieser kleine Vorfall auf dem Stickerfest hat dich wohl in Alarm versetzt, oder? Wie wunderbar für uns alle. Weißt du, wenn ich an dich denke, dann denke ich auch der Erzfeind unseres Königs Bowser, wodurch du auch mein Erzfeind bist. Nun gut, ich will nicht ungehobelt erscheinen, wo wir gerade erst begegnet sind, aber ich denke, ich sollte dich rasch aus dem Weg räumen. Meinst du dich auch? Also gut, bereite dich auf deinen Untergang vor. Das klingt weniger gut. Kampf gegen... Zip, zip, zip. Oh, wie er nichts kann. Na gut. Attacke,
Warte mal. Was muss ich denn tun, um auf den drauf zu kommen? Dann räume ich erstmal hier mit dem Koopa-Panzer auf. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Dann. Und schwupps. Zwei Probleme weniger. Kamek hat. Ja, das war schlechtes Timing. Jetzt bin ich eingepennt. Ich werde zwar geheilt, aber es bringt mir bei voller Energie herzlich wenig. Kamek darf nochmal angreifen. Bin ich bald wieder wach oder. Da bin ich auch schon wieder. Was muss ich denn tun, um auf dich drauf zu kommen? Hüpf pushen! Zack, 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 zack. Und mit einem Mal haben wir Kamek down bekommen. Das ist doch gut. Haha. Ja, du bist also genauso gut, wie immer alle sagen. Unglaublich, dass ich gegen dich verloren habe. Nach so einer Niederlage fühlt man sich übrigens wirklich schlecht. Und wenn ich mich schlecht fühle, dann will ich auch etwas Schlechtes tun, wie das hier. Das war ja klar, dass der Level so schnell noch nicht vorbei sein kann. Okay, Kamek kann papierisieren. So wie wir auch, ne? Und schnappt sich das Ziel. Das ist ja mal wieder. Haha, dieses Kometenteil wolltest du nicht zufällig an dich nehmen, oder? Oh nein, das war jetzt wirklich gemein von mir. Komm, ich gebe es dir ja schon zurück. Fang! Sowas lieb ich ja. Hoppla, wo ist das Teil jetzt hingeflogen? Oh je. Dabei habe ich dir doch gesagt, du sollst es fangen, oder? Und du hast es nicht geschafft. Naja, vielleicht liegt es ja noch hier irgendwo. Viel Erfolg bei der Suche. Du bist so diabolisch. Du könntest kleinen Kinder den Lutscher wegnehmen. Was war denn das? Ein wertvolles Kometenteil und dieser blöde Eini wirft es durch die Gegend wie ein Spielzeug. Ach, dieser kleine, schmierige Brille mit dicken Gläsern tragende, besenreitende Banause. Was denkt er denn, wer er ist? Aber immerhin wusste er, wie man papierisiert. Wir sollten also auf der Hut sein. Also gut, das war jetzt ein Rückschlag, aber das Kometenteil müssen wir trotzdem finden. Auf geht's! Und jetzt kann ich da. Werde ich verschlungen von. Nee, passiert gar nichts. Gut, dann. Schicken wir. Oh, dieser Goomba. Der hat mich jetzt wirklich überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Special Effect. Und du bist auch zum. Ja. Na gut, soll mir recht sein. Ich muss mehr Hüpfpushen benutzen, weil. Bringt mir nichts sonst. Alles andere ist schon sehr stark, muss ich sagen. Wir haben keine laschen Items mehr. Sowas besitze ich nicht. Und. Bim! Und zuck! Und du umfällst. Kann sich doch sehen lassen. Däh! Also, wer sich da lang an den Gegnern aufhält, dem ist ja wirklich nicht mehr zu helfen. Die sind ja wohl wirklich einfach. Ich bin ja auch nicht so der Oberbro in dem Spiel, aber ich habe Spaß dran. Und solange ihr das auch habt, kann ich euch das Spiel nur wärmstens ans Herz legen. So, my lord. Aha. Das ist ja wohl der Hammer. Bam, bam, bam. Ein Hammer ist die Gäh. Müssen wir das Ziel finden? Hüpf, pushen. Nein, ach komm, jetzt lass mich in Ruhe. Ich kann hinterm Wasserfall. Und was hier los? Flusshöhenfall. Okay, ups. Da haben wir es gefunden. Okay. Na, das ist doch erfreulich. Ziel. Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass der Level schon vorbei ist, ja? Na gut. Aber ich habe gar nicht geguckt, was da noch in der Ecke ist irgendwie. Das nicht mysteriös ist. Okay, der Weg führt weiter. Fortschritt wurde gespeichert. Ja, hast du gut gemacht. 1,5. Kavomino-Gebirge. Irgendwas erscheint mir spanisch. Geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu hier. Na gut, ich werde es im Auge behalten. Wir jumpen. Ah, verstehe. Deswegen hatten die es von wegen Schatten und komische Kreaturen aus dem Schatten. Weil der Koopa soll einen überraschen. Ist ja ganz fiese Map. Das ist ja dann wirklich der ultimativ kleinste Level im Spiel irgendwie. Behaupte ich jetzt schon mal irgendwie. Aber das Ding fehlt immer. Hä? Warte mal. Es sieht so aus, als müssten wir das papierisieren. Es sieht nämlich genauso aus wie die Brücke anno danomals. Hier wollte ich auch vielleicht nochmal reingucken.
Legen wir uns noch mal eine Runde mit einem Goomba an, weil wir haben ja sonst gar nichts zu tun. Ich glaube, mit einem Panzer kriegen wir die gut down, oder? Irgendwie will ich die noch nicht verbraten. Ich weiß auch nicht. Zack! Kriegt der andere schon was ab. Alles ist in Butter, Mutter. Exzellent. Okay. Können wir uns jetzt hier in aller Ruhe umschauen, oder wie ist die Lage? Weil hier geht's ja irgendwie noch weiter. Aber volle Möhre. Na ja, komm, dann lass es halt. Bäm, wir kriegen ihn trotzdem. Ein Glitzersprungsticker. Hier ist ja voll noch was los. Aber wie, warum? Hä? Oder gibt es zwei? Gibt es mehrere von diesen Dingern? Ist irgendwie sehr merkwürdig, was hier alles geschieht. Ach ja, die Goombas. Was hast denn du schon wieder zu bieten? Komm, zeig mal was Attraktives. Zeig mal was richtig Tolles. Es geht so, ne? Du musst noch an deiner Feinabstimmung arbeiten. Dann mach ich den Hochhammer. Zack. Ja, das war nicht gut. Ach, das war absolut lappenhaft. Ja. Ne, jetzt setze ich auch keine Feuerblume oder so mehr ein. Wenn, dann sofort. Ah, der hält sogar noch durch. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, um an einen gebrauchten alten Uralt-Sticker zu kommen, muss ich 5000 Sticker benutzen. Das ist... Wie soll ich das noch erklären, ja? Aber mal schau sich den Bowser-Brunnen da hinten an. Das sieht interessant aus. Der ist sogar das Ding. Hä? Also gibt's wirklich zwei? Habe ich einen Secret Exit gefunden oder sowas? Das war auch Level 1 noch was, ne? So, mal Feuerblume hier. Also... Da zerfallen sie zu Staub. Okay. Also ein bisschen sehr mysteriös. Mal gucken, was passiert, wenn ich das irgendwie erreiche. Das sieht aber nicht so gut erreichbar aus. Oh, gib mir, lass mich doch die verdammten Sticker holen. Guck mal, 4 Stück. Dann benutzen wir den. Panzer! Wumms! Das nenne ich mal. Das ist perfekt, wenn... Einige Goombas auf einmal auftreten, so wie eben halt. Gut. Du lässt mich aber mal in Ruhe, ne? Was wollt ihr denn alle von mir? Mal so ganz ehrlich, so. Der lässt mich wirklich in Ruhe. Wahrscheinlich ein wichtiger Charakter. Okay, da geht's auch auf. Ist halt nur die Frage, wie soll man da jetzt drankommen? Ich jump erstmal hier rein. Ey, wozu muss man den noch so fertig bauen? Sieht doch keiner. Okay. Wenn ich das Wasser aufhalte... Bum, bum. Bum. So wird's gemacht. Macht zwar eigentlich wenig Sinn, aber... Damit haben wir es abgedreht? Richtig. Pappe. Es ist aus Pappe. Okay, verstehe. Dann können wir da hin und das abholen. Gut. Das sollte eigentlich nicht sein. Wenn man Wasserhahn abdreht, dass er sofort abkatapultiert wird. Da müsste die Technik schon ein bisschen weiter sein. Ich bin zwar kein Wasserinstallateur, aber trotzdem. Das darf eigentlich so nicht sein. Na gut. Mir ist es doch egal. Haben doch direkt für solche Fälle so ein Abflussrohr. Abflussdingsi. Und der Level geht immer noch weiter, ne? Feuerblummer. Noch eine Feuerblume, das ist gut. Immer her damit. Und jetzt bin ich, glaube ich... Hä? Ach, da sind wir wieder hier. Verstehe. Dann sind wir also wieder hier. Lassen wir uns in das Loch da vorne fallen. Upsa. Da ist es. Das andere Ziel. Stern, Kometenteil. Wie auch immer. Okay, es kommt zu den Schnipseln. Und wir müssen das wieder einsetzen, indem wir es papierisieren. Sehe ich das richtig da?
Okay, schön, dass wir auch mal hier lang gehen. Kann nicht schaden, wie es scheint. Wir haben eine neue Seite, deswegen ist wohl gar nicht so übel. Wo geht nun mal der Weg zurück? Bin ich hier richtig? Voll am Zweifeln. Hüpf pushen. Wer kommt auf sowas? Aber es macht gute Laune. Ich mag's. Dann versuche ich jetzt hier Schnipsel. Setz das ein. Geht das? Ach nee, ich muss erst hier Y drücken. Und dann wähle ich das aus. Und dann setze ich es ein. Drücke es glatt. Und dann müsste es wieder funktionieren. Juhu! Na also. Also gibt es wirklich zwei Ausgänge auf jeden Fall. Wenn ich das richtig sehe. Es gibt auch zwei Wege auf der Levelkarte. Versteht mich nicht falsch, aber... Na gut, ich bin stolz auf mich. Schlussendlich alles richtig gemacht. Gute Wahl. Gute Wahl. Sieht aus wie so eine Windmühle. Trübenhügel. Sieht doch stylisch aus. Ich würde sagen, wir speichern erstmal eine Runde ab. Aber als ich beim letzten Part am Ende gespeichert habe, ist mir was aufgefallen. Nämlich wurde gezeigt, dass hier ein Toad in heller Aufruhr ist. Was ist denn los? Hast du schon von diesem neuen Laden gehört, der da drüben aufgemacht hat? Sieht irgendwie echt spannend aus. Das ist alles, was du sagen wolltest? Okay. Hier ist was los, neuerdings. Hey, hey, hallo! Das Stickerfest war ja echt ein Reinfall. Aber darüber kann man sich ja für immer ärgern, oder? Nein, positiv denken. Das bringt deinen Tod weiter. Und ich hatte neulich eine tolle Idee, um das Leben lustiger zu gestalten. Also hör zu, Mario. Wenn du irgendwas Interessantes da draußen findest, egal, irgendein verrücktes Dings halt, bring es mir. Dann kannst du hier mit eigenen Augen ein kleines Wunder miterleben. Oh, du hast mir aber ein herrliches Dings mitgebracht. Meine verrückte Dingsensor spielt schon total verrückt. Stell dich jetzt einfach auf die Plattform da drüben. Was sind das für Experimente? Also sind wirklich die Dingse gefragt, der Wasserhahn und so. Bist du bereit? Dann nimm das Dings in die Hand, visier die Leinwand vor dir und wirf das Dings darauf, so fest du kannst. Schere, Ventilator. Aber ich verliere das nicht dadurch, oder? Ventilator? Geht das? Ah, da bekommen wir die Sticker. Und? Wirklich unglaublich, oder? Du kommst hierher, wirfst ein Dings an die Leinwand und zack, wird es zu einem Sticker. Zum Dings-Sticker, wie ich sage. Klingt einfach gut, findest du nicht? Mario, ich muss dir einfach sagen, du bist so ein Glückspilz, dass du das mit eigenen Augen sehen kannst. Schere, Glückskasse, Wasserhahn. Ah, die nehmen aber so viel Platz weg, deswegen lasse ich es erstmal. Na, das meinst du, ziemlich lustig, oder? Ab sofort kannst du Sticker nicht nur finden, sondern auch selbst herstellen. Egal, was für ein verrücktes Dings du findest, hier kannst du es auf jeden Fall stickerisieren. Was die für Worte sich einfallen lassen. Du kannst natürlich auch vorbeikommen, wenn du gar keine Dinge bei dir hast. Schließlich können wir über alles reden. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was war das? Jedenfalls freue ich mich darauf, dich bald wiederzusehen. Bleib positiv! Oh Gott, der Daniel Kübelböck unter den Toads. Positive Energie. So, und das war's dann, glaube ich, auch schon wieder. Weiter geht's dann mit dem nächsten Level im nächsten Part. Nicht vergessen, einen Daumen hoch zu geben, wenn's gefallen hat. Und dann sehen wir uns wieder dann. Also Freunde, bis dann und ciao!